Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und neulich bin ich durch die Stadt gegangen und bin dann stehen geblieben, weil ich ein Schild sah, eine Turo-Universität Berlin. Da habe ich gesagt, hoppla, es gibt die FU, es gibt die TU, es gibt die Universität der Künste, es gibt Humboldt-Universität. Und dann machte mich dieses Schild neugierig. Und dann habe ich telefoniert und das Ergebnis ist, dass ich heute die Rektorin dieser Turo-Universität hier zu Gast habe, Frau Jane Williams Book. Richtig ausgesprochen? Perfekt. Herzlich willkommen. Turo-Universität heißt Ihre Universität. Ja. Jetzt lüften Sie doch mal das Geheimnis, seit wann es die in Berlin gibt. Das hat mich nämlich dann auch wieder umgehauen. Ja, ist ganz spannend. Erstmal vielen Dank, dass wir als Turo hier sein dürfen. Und ja, in der Tat, wir haben im letzten Jahr unser 20-jähriges Bestehen gefeiert, sind sehr, sehr stolz darauf, ein fester Bestandteil hier in der Hauptstadt zu sein und haben eben Studenten aus, also wir haben jetzt gerade mal geschaut, Alumni aus 64 Nationen von internationalen Schulen, Privatschulen, von deutschen Schulen, eben aus der ganzen Welt, weil sie bei uns ausgesuchte Programme mit einer ebenso internationalen Fakultät treffen und haben und an ganz besonderen Research Projects zum Beispiel teilnehmen dürfen. Aber da kommen wir vielleicht noch später drauf. Ja, ich bin erstmal über so Besonderes den bei uns alles gestolpert. Turo, habe ich nachgedacht. Dann googelt man natürlich und sagt, was heißt denn das Turo? Ist das eine Abkürzung für Trans International, irgend sowas? Das könnte man eigentlich denken, weil unsere Mutteruniversität oder Universitäten, der Mutteruniversitätenverband in den Vereinigten Staaten ja sehr, sehr groß ist. Aber wir sind tatsächlich benannt nach einem Einwanderer nach Amerika, Herrn Isaac Turo, ein jüdischer Einwanderer aus Portugal, die Synagoge gibt es auch noch, und sein Sohn, ein sehr großer Philanthrop, der Education, Bildung war für den die Zukunft, das Brückenbauen. Und unser Gründer in Amerika, Herr Dr. Bernard Lander, den wir alle sehr verehren, hat vor 50 Jahren Turo College in Amerika mit 18 Studenten gegründet. Mittlerweile sind zu Hause, in seinem Wohnzimmer. So ungefähr, nicht? Na, also er ist tatsächlich schon über sein Wohnzimmer hinausgegangen. Und heute führt es Herr Dr. Alan Kadish genauso erfolgreich weiter. Wir haben über 119.000 Studenten aktuell. Weltweit? Wir haben Alumni, 19.000 Studenten in den Programmen und sind zum Beispiel in Amerika jetzt, also man streitet sich, Nummer 4, Nummer 5 in der Ausbildung aller medizinischen Berufe. Und sind eben hier in Berlin seit 20 Jahren, da war Herr Dr. Lander auch wieder sehr mutig. Wie kam er denn auf Berlin? Er kam doch, wie Sie gesagt haben, aus Lissabon. Da ist doch bestimmt auch eine Turo-Universität dann. Das ist der Namensvater, der aus Lissabon im 17. Jahrhundert nach Amerika kam. Herr Lander kam tatsächlich, Herr Dr. Lander, aus New York. Und eben selber auch ein weitdenkender Philanthrop. Und er hat gesagt, als er dann, er hat Europareisen unternommen und hat gemeint, also in Berlin möchte er ein Turo College gründen. Da fehlt was. Da fehlt was. Ja. Und eben damit genau diese Dinge passieren, wie Sie sagen, man geht vorbei und sagt, was ist hier eigentlich? In unserem schönen Campus in Charlottenburg am Wasser gelegen, fühlen sich unsere Studenten ganz besonders wohl. Studieren die auch? Oh, ja. Die publizieren sogar mit ihren Professoren, schon im Bachelorstudiengang. Also das ist was ganz Besonderes. Aber sie finden natürlich auch ganz toll, im wunderbaren Berlin zu sein. Berlin hat Weltruf und unsere Universität ist bekannt durch unsere Programme, unsere Forschung, unsere Professoren reisen mit unseren Studenten. Zum Beispiel im letzten Jahr nach Montreal, nach Luxemburg, gewinnen dort Preise. Also es ist schon ein ganz besonderes Miteinander und Studieren bei uns in Turo Berlin. Kann ich denn als normaler Berliner, ich habe jetzt Abitur gemacht und sage, ich möchte mal an eine Universität, nicht an die FU und nicht an die TU und jetzt stoße ich auf Sie. Kann ich da
mich nochmal anmelden, an die Tür klopfen und sagen, hoppla, hier komme ich. Mein Abiturzeugnis ist zwar nicht so brillant, aber ich will gerne bei Ihnen studieren. Kann ich alles studieren? Kann ich mich überhaupt so anmelden oder durchlaufe ich bestimmte Aufnahmeprozeduren? Ja, Sie klopfen, Ihnen wird geöffnet und wir freuen uns auf Sie. Mit Abitur selbstverständlich. Wir haben Programme im Bachelorbereich von Management, Psychologie, Cybersecurity und haben auch die Möglichkeit, dass man sagt, also ich nehme ein Major in Business, aber Psychologie interessiert mich nicht nur, sondern ich brauche es ja eh, Verhandlungsführung und diese Dinge und mache das vielleicht in einem Minor Degree. Und das können Sie sehr gerne bei uns absolvieren. Ihnen wird auch weitergeholfen. Natürlich haben wir einen Eingangsprozess mit einem persönlichen Interview, gleich auch mit jemandem aus der Fachrichtung. Dann kann man auch selber die Fragen stellen, die einen bewegen. Ist das was für mich oder möchte ich es vielleicht anders machen? Möchte ich Psychologie Hauptfach? Kann ja auch sein. Und insofern kommen Sie zum Rufenhorn Nummer 5, wie Sie sagen, klingeln Sie. Und Ihnen wird geöffnet und Sie werden wärmstens empfangen. Wir haben auch tatsächlich einige Studenten aus Deutschland mit Abitur, die sich sehr, sehr wohlfühlen bei uns, weil sie den internationalen Bereich gerne mögen. Wir verstehen uns ja auch als Brückenbauer zwischen Nationen, zwischen Religionen. Wir fußen auf jüdischen Werten. Und wir haben arabische Studenten, südamerikanische, asiatische Studenten. Sie finden bei uns also tatsächlich die ganze Welt. Also es ist offen für jeden. Offen für jeden, ja. Ja. Und das ist auch das amerikanische Bildungsprinzip. Muss man denn einen gewissen Geldbeutel mitbringen? Es ist eine private Universität, also das stimmt natürlich. Was wir aber sagen müssen ist, wir sind gemeinnützig, sowohl hier als auch in den Vereinigten Staaten. Wir sind also Non-Profit. Das heißt, ich kann hier anfangen zu studieren und dann kann ich alleine Ihre Universitäten in Amerika das fortsetzen. Sie können sogar ein Semester, wir haben gerade in den USA in New York am Times Square unseren Hauptcampus eröffnet. Sehr, also wunderschön, wirklich wunderschön. Smack in the middle of New York, ja. Sozusagen. Ja, da werden jetzt viele denken, oh, nach New York wollte ich immer schon. Das Studium, das mache ich so nebenbei. Also ich denke, da hat man die Professoren, nicht? Natürlich ist es reizvoll, ja. Aber da hat man dann die Professoren, die einen an der Hand nehmen. Man hat ja ein, es sind maximal 15 Studenten mit einem Professor. Also wird man auch 15, davon träumt man hier ja nur. Deshalb wird man gut betreut. Und der Professor sieht ja auch, wenn jemand noch mal vielleicht einen kleinen Schubs braucht oder besonders motiviert ist in eine Richtung. Was kostet mich das denn pro Jahr? Pro Jahr, es kommt jetzt auf den Studiengang an. Ne? Wir haben zum Beispiel einen Masterstudiengang, der ist einzigartig in Europa. Das ist Holocaust Communication and Tolerance. Das ist sehr interessant, auch wenn Sie jetzt, ich sag mal, Geschichtslehrer sind in anderen Ländern, weil Sie ihn zum Teil auch online absolvieren können. Den subventionieren wir mit 90% und der kostet jetzt 780 Euro im Semester. Ja. Also wir haben sozusagen eine Bandbreite, dass wir für jeden etwas tun. Das Motto in den Vereinigten Staaten ist auch Serve the Underserved, also dass man wirklich ein Angebot hat für alle Menschen. Ja. Ansonsten sind wir genau im mittleren Bereich aller privaten Universitäten. Ja, das schreckt mich ja gar nicht ab. Ich habe so im Kopf gelesen, wenn man nach Harvard geht oder nach sonst wo, das sind das fünfstellige Beträge. Da sind Sie bei uns nicht. Nein, da sind Sie bei uns nicht. Wir befinden uns da im mittleren Gefüge also der Privatuniversitäten. Also ich will jetzt Jura studieren, amerikanisches Recht. Ja. Das kann ich auch, könnte ich auch bei Ihnen machen. Das könnten Sie bei uns in Amerika machen. Bei uns könnten Sie, also wir haben natürlich Wirtschaftsrecht im Bereich des der Management-Ausbildung, eins meiner Fächer übrigens. Und dann, wenn Sie aber einen Abschluss wollen in Jurisprudenz, dann würden Sie in die Vereinigten Staaten gehen. Mit Empfehlung aus Berlin. Also selbstverständlich. Und der Koffer bleibt ja auch in Berlin. Ne? Naja, manche bleiben da, wie auch immer. Wie viele Studenten sind denn zurzeit? Haben Sie einen Numerus Clausus oder Aufnahmestopp? Also, wenn Sie sagen 15 pro Professor, da können Sie ja nicht beliebig viele aufnehmen. Also im Moment, wir sind klein und fein. Im Moment sind wir bei 160, 180 Studenten, sind aber am Wachsen. Wir wachsen jetzt sehr, sehr stetig. Das möchten wir auch gerne. Und wir haben eben auch eine ausgesuchte Fakultät,
aus vielen Nationen, die das wunderbar unterstützt. Wenn Sie wachsen, heißt das ja auch, Sie müssen bauen. Ja, zunächst einmal, wir haben ja 3 Gebäude an unserem Campus. Also wir haben da schon auch noch Möglichkeiten. Und im zweiten Schritt, wenn wir weiter wachsen, also unsere Mutter in Amerika hat 25 Campuses. Wir haben gerade eine medizinische Fakultät in Montana eröffnet. Also wir scheuen uns nicht zu wachsen oder zu bauen. Na, ich meine, aufgrund der Lage in Berlin, da ist Wohnraum knapp, Gewerberaum ist knapp und Platz für Universitäten, weiß ich nicht, ob der auch so knapp ist. Ach man, wissen Sie, wenn man etwas Überzeugendes macht, und das habe ich, also Bildung ist ja sozusagen mein Leben, dann habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass sich Lösungen finden. Man muss es nur angehen. Ja, man muss es nur wollen. So ist es. Wo ein Ziel ist, ist auch ein Weg. Und damit gehen wir gleich in die zweite Runde. Wir machen jetzt eine kleine Werbe- und Denkpause und dann ist zu Gast wieder Jane Williams Book. Sie ist Rektorin der Thure-Universität in Berlin. Das ist eine private Universität, die auf jüdischen Werten basiert und gegründet wurde vor 20 Jahren in Berlin, aber vor vielen, vielen Jahren, über 50 Jahren in Amerika. Genau, und für die Welt offen ist. Und für die Welt offen ist. Darüber reden wir gleich weiter. Bleiben Sie dran und bis gleich. Zurück in unsere Sendung Standort Berlin und zu Gast ist Frau Jane Williams Book. Sie ist Rektorin der privaten Thure-Universität in Berlin. Die gibt es seit 20 Jahren. 15 Studenten und ein Professor, davon träumt man in Deutschland nur. Und da kann ich nur sagen, ja, sie müssen eigentlich ja überlaufen werden. Aber dann hat der Professor nicht mehr 15, sondern 150 Studenten. Sie sind Rektorin. Wie sind Sie an diese Universität gekommen? Haben Sie sie auch so zufällig entdeckt wie ich bei meinem Spaziergang? Ah, das ist eine sehr, sehr nette Frage und eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Vor 12 Jahren bin ich an die Thure College. Wir wurden vor 2 Jahren Thure University zum 50-jährigen Bestehen der Mutteruniversität. Sind wir alle sehr, sehr stolz drauf. Insbesondere unsere Studenten, die ja nun den Thure University Abschluss auf ihren Zertifikaten haben. Jedenfalls wurde ich gebeten als Dozentin an die Thure College. Und da waren Sie vorher, waren Sie wo? Vorher habe ich große Schulen geleitet, war in Verbänden, habe dort Vorstände geleitet, die Internationale Schule Hamburg, die John F. Kennedy Schule Berlin. Ja? Und ich war immer sehr aktiv, brückenbauend, wie auch jetzt noch, auch in der Diplomatie. Dafür haben Sie das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen, das wie ich sehe. Stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das war ungefähr eigentlich fast zeitgleich mit meinem Eintritt in die Thure University, nämlich 2012 vom damaligen Bundespräsidenten Gauck, eben für das Brückenbauen zwischen den Nationen, für Bildung. Und ich glaube, mehr können wir auch unseren zukünftigen Generationen nicht mitgeben, als wenn wir uns diesem Thema mit Sorgfalt widmen. Und das ist meine ganze Freude. Da haben Sie den Ruf bekommen und haben gesagt, wollen Sie nicht zu uns kommen? Genau, richtig. Und das eben lange Jahre als Dozentin, dann als Dekanin des Master Business Programs, Provost, jetzt als Rektorin und Geschäftsführerin. Ja, und was war denn schöner? Immer denn der Job, den man jetzt macht, ist immer der schönste. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Wissen Sie, wenn Sie die Passion haben mit Bildung, Wissenschaft, internationalen Menschen, unsere Fakultät ist, also we live what we preach, wie man auf Englisch sagt. Unsere Studenten kommen aus, wie gesagt, allen Nationen. Unsere Fakultät aber auch. Und sogar unsere Administration. Auf dem Weg hierher, als ich im Auto saß, habe ich mir überlegt und habe festgestellt, schon allein auf dem Stockwerk, wo ich sitze, haben wir 10 Nationen an Administratoren. Also das Verständnis, die Studenten stoßen bei uns auf Verständnis in der Fakultät, in der Administration und fühlen sich wirklich sehr aufgehoben. Da gibt es ja immer Spannungen, wenn so viele Nationen zusammen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass an Ihrer Universität, weil es ja privat ist, dass diese Spannungen überhaupt gar nicht erkennbar sind oder überhaupt vorhanden sind. Ist das so?
Naja, also eigentlich, es sind wenig Spannungen, muss man ehrlich sagen. Und wenn, dann haben wir auch wirklich eine Fakultät, die positiv damit umgeht. Denn es gehört ja auch zur Ausbildung junger Menschen, gerade im Bachelor-Studiengang, dass sich die Personality entwickelt, dass eine gewisse Resilienz entwickelt wird und auch eine Diskussionskultur. Und das nehmen wir eigentlich dann zum Anlass, den jungen Menschen zu zeigen, wie man mit einem Diskurs umgeht. Das ist wichtig. Und das merkt man jetzt auch mit. Es ist eigentlich umso wichtiger in dieser Zeit, wo es so viele Konflikte gibt untereinander. Und ich denke mir, wenn Sie 65 Nationen haben, die dort studieren, da tauchen dann schon Konflikte auf. Aber Wissen Sie, die jungen Menschen haben ja einen Common Denominator und finden den immer, und der ist nicht nationengebunden. Genau. Die wollen etwas erleben. Die wollen lernen, die wollen weiterkommen. Welche Ziele haben wir? In welche Länder wollen wir uns noch anschauen? Was machen wir gemeinsam? Ja. Und das ist etwas sehr, sehr Positives. Ein großes Geschenk. 20 Jahre gibt es sie jetzt in Berlin. Ja. Und 20 Jahre, da ist man weggegangen. Und in diesen 20 Jahren gibt es doch bestimmt Leute, die in Positionen wie Vorstandsvorsitzende gerutscht sind, weil sie bei Ihnen studiert haben und mit 15 Studenten einen Professor besser studiert haben als manche andere. Sehe ich das richtig? Ja, das ist, also wenn Sie auf unsere Alumni ansprechen, da haben wir unendlich viele Erfolgsgeschichten. Ich werde nicht so viele Namen nennen, aber wegen des Datenschutzes, da muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben zwei Studenten, die ein großes Parfumunternehmen gegründet haben. Wir haben gerade vor 2 Tagen gegründet den Freundeskreis. Zum Beispiel in Berlin, das Parfumunternehmen? Das Parfumunternehmen in Berlin, aber jetzt sie sind schon in der ganzen Welt. Ja. Also neulich hatte ich eine Zwischenlandung auf dem Flughafen in Frankfurt und sah Agrigo schon und habe gedacht, wow. Unsere Alumni. Und das ist natürlich dann immer ein Glücksgefühl. Ne? Wir haben viele im Finance-Bereich. Wir sind sehr stark Management Finance. Wir haben jetzt gerade vor 2 Tagen unseren Freundeskreis gegründet. Die Unterstützer von Turo Berlin mit ihren persönlichen Netzwerken. Und unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. Sebastian Redemann, war Dozent bei uns und ist jetzt Vorstandssprecher der VHV-Versicherung. Und unterstützt eben seine Dozenten-Alma Mater, wenn Sie so wollen. Und auch darüber freuen wir uns sehr. Naja, eine Universität braucht immer Freunde. Absolut. Und braucht immer Unterstützung. Absolut. Wir haben ja auch viele Studenten aus der Diplomatic Community hier. Berlin ist ja Hauptstadt mit über 100 Missionen. Und wir haben auch, wie gesagt, mehrere Botschaften, die ihre Kinder schicken. So ist dann auch eine Unterstützung von uns, die Frau Dr. Ernst vom Diplomatischen Magazin. Und, ne, dass man also tatsächlich die Menschen einbindet und ihnen eine Heimat gibt, die bei uns sind. Was kann man denn eigentlich bei Ihnen nicht studieren? Bisher können Sie bei uns zum Beispiel, bei uns in Berlin können Sie Medizin nicht studieren. In den Vereinigten Staaten aber, wie gesagt, sind wir dort Nummer 4 oder 5. Man streitet sich dann ja immer. Das heißt, wenn ich hier in Berlin Medizin studieren will und will das bei Ihnen machen oder an einer internationalen Universität, dann komme ich zu Ihnen und sage, helfen Sie mir mal, ich möchte gerne nach Amerika, nach Montana oder New York. So ist es. Oder wo auch immer. Ja, so ist es. Das heißt, ich muss hier nicht erst einen Grundkurs machen? Nein, Sie können direkt einsteigen. Und das wird dann auch sozusagen vermittelt. Das nennt sich Admissions, ne? Eingang in Berlin, spricht mit den Vereinigten Staaten. Ja, und Medizin ist einfach, dass man nicht studieren kann. Physik und Chemie und die Naturwissenschaften? In Berlin? Ja. Also in Berlin haben wir tatsächlich uns spezialisiert auf die 3 Undergraduate-Fächer. Management mit allen Ausprägungen, Psychologie mit allen Ausprägungen. Da wagen wir jetzt auch den Schritt, den Crossover zur medizinischen Psychologie. Und Cybersecurity. Cybersecurity. Ja. Was studiert man denn da? Oh, da lernt man Programmiersprachen, da lernt man, da müssen wir mal den netten jungen Mann da in ihrem Serverraum fragen. Und man lernt vor allem Sicherheit. Ne? Also ihre IT vor Hackern und diesen Dingen zu schützen. Ja, und dann stelle ich mir mal vor, als großer Laie, ja, jeden Tag was Neues. Die Hacker sind ja auch junge Leute.
und merken ja, wenn sie einen Weg zugemacht haben, dann machen sie einen anderen auf. Ja, ist das so in der Praxis, dass sie ständig on alert sein müssen? Ja, absolut. Wir haben auch da junge Dozenten, die selber zum Teil Unternehmen haben. Und interessanterweise, dann dürfen unsere Studenten dort auch Praktika machen in deren Unternehmen. Das absolut, haben Sie vollkommen recht. Das ist aber auch etwas, ich gehe noch mal ein bisschen auf diese Praxisschiene, die wichtig ist. Denn zum Beispiel in Psychologie haben wir große Forschungsprojekte. Wir sind Konsortialführer eines Projektes mit Universität Potsdam und Bielefeld. Respond nennt sich das. Wir haben also Medienspezialisten in der Psychologie bei uns, in der Fakultät. Medienspezialisten? Ja, was ist das denn? Das ist, wenn Sie jetzt Social Media, wo ist Hate Speech, wo fängt es an, wo ist Antisemitismus, wo fängt es an, wo ist Islamophobie zum Beispiel. Da haben wir große Projekte. Das machen Sie hier in Berlin? Ja. Das machen wir hier in Berlin. Wir hatten eins Radiate, das kommt mit der amerikanischen Botschaft. Wir haben Respond, von dem ich gerade sprach, mit dem Bundesministerium für Bildung. Und dort ist es eben so, in anderen Universitäten haben sie Doktoranden in den Programmen dann klassischerweise. Und bei uns findet auch Unterricht, also Lehre, durch Forschung statt. Dass also Studenten, sofern sie es wünschen, in Projekte gehen können dieser Art, werden gefördert. Und wenn sie dann ihren Abschluss erhalten, haben sie schon mit ihren Professoren publiziert. Oder sie waren mit ihren Professoren schon entweder in London, in Montreal, wie gesagt, in Luxemburg. Das sind schon sehr interessante Möglichkeiten. Das gibt es in allen Disziplinen bei uns. Nun lese ich ja jeden Tag, dass die Wahlen in Amerika im November beeinflussbar sein könnten durch russische Cyberagenten. Ist das immer übertrieben? Manchmal habe ich das Gefühl, das wird so wahnsinnig übertrieben. Das kann gar nicht so sein. Aber was ist denn die Wirklichkeit? Ist die Bedrohung wirklich so real, wie sie dargestellt wird? Oder wird sie nur so dargestellt, weil man glaubt, sie sei so gefährlich? Das ist eine ganz spannende Frage. Und darauf werde ich jetzt mal so antworten. Wir hatten ja eben gesagt, versprochen, ich komme noch mal wieder. Dann komme ich mit einem Cybersecurity-Spezialisten wieder. Dann würden wir darauf antworten. Wir sind in Naturo-Familie weltweit nicht politisch. Weil Bildung sollte sich von Politik schon ein bisschen abkoppeln. Es lässt sich nicht immer machen, aber das ist durchaus das Ziel. Und wenn Sie jetzt sagen, gibt es eine Verbindung zwischen Cybersecurity und so weiter. Natürlich, die Regierungen sind ja alle bedacht auf Cybersecurity. Wir reden das nächste Mal drüber. Unsere Sendezeit ist heute um. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jane Williams-Book. Sie ist Rektorin der privaten Turo-Universität in Berlin. Da kommt auf einen Professor 15 Studenten. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein wahrer Studiengenuss. Das ist es wirklich. Ja, kommen Sie uns besuchen, dann sehen Sie es auch. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder jeden Samstagabend, 21.40 Uhr, Standort Berlin und ab Montag auf YouTube. Herzlichen Dank für heute und tschüss.